29. Kapitel. Jimmy ergreift das Ruder. Jimmy Bean ist da. Er möchte Sie sprechen, gnädiges Fräulein, meldete Nancy im Flur. Mich? Entgegnete Miss Polly ganz überrascht. Bist du auch sicher, dass er nicht Pollyanna meint? Nein, gnädiges Fräulein, er wollte Sie sprechen. Schön, ich werde herunterkommen. Miss Polly erhob sich von ihrem Stuhl. Im Wohnzimmer fand sie Jimmy, aufgeregt und mit heißen Wangen. Er fing sogleich an. Vielleicht ist es schrecklich, was ich tue oder sage, aber ich muss es tun. Es handelt sich um Pollyanna. Ich würde sogar über glühende Kohlen laufen. Für sie oder sonst was tun. Sie täten das sicher ebenso, wenn sie irgendeine Hoffnung hätten, dass sie wieder gehen könnte. Darum bin ich da, um ihnen zu sagen. Sicher würden sie Dr. Chilton herbitten, wenn sie wüssten. Was? Unterbrach ihn Miss Polly. Ihr Erstaunen ging in ärgerlichen Unwillen über. Jimmy, wovon redest du eigentlich? Jimmy seufzte wieder. Das will ich Ihnen ja gerade sagen. Gut, dann sag es mir, aber berichte mir von Anfang an, damit ich auch verstehe, was du mir sagst. Fang nicht mittendrin an, wie du es eben getan hast, und wirf nicht alles durcheinander. Jimmy begann entschlossen. Also Dr. Chilton besuchte Mr. Pendleton, und sie sprachen miteinander in die Bibliothek. Begreifen Sie das? Ja, Jimmy. Miss Pollys Stimme wurde etwas schwach. Das Fenster stand offen und ich jätete das Blumenbeet aus, das darunter liegt. Ich hörte sie aber sprechen. Aber Jimmy, schäme dich zu horchen. Sie sprachen nicht von mir und es war kein Horchen, fuhr Jimmy auf. Aber ich bin froh, dass ich gehorcht habe. Und sie werden es auch sein, wenn ich ihnen alles gesagt habe. Es handelt sich darum, dass Pollyanna wahrscheinlich wieder gehen können wird. Jimmy, was meinst du damit? Miss Polly beugte sich vor. Sehen Sie, sagte Jimmy zufrieden nickend, Dr. Chilton kennt irgendwo einen anderen Doktor, der Pollyanna heilen kann. Aber es ist noch nicht sicher, bis er sie gesehen hat. Er muss sie sehen, sagte er, und er möchte sie furchtbar gern sehen. Er sagte aber zu Mr. Pendleton, sie würden es nicht erlauben. Miss Polly wurde sehr rot. Aber Jimmy, ich wusste das ja nicht. Miss Polly rang hilflos die Hände. Ja, nur darum kam ich, damit Sie das wissen sollten, rief Jimmy eifrig. Sie sagten, dass Sie aus irgendeinem Grund, ich habe es nicht richtig verstanden, Dr. Chilton nicht kommen lassen wollten. Er sagte aber, er könne nicht kommen, ohne dass Sie ihn aufforderten, aus Stolz und beruflichem Etwas. Die beiden wünschten jemanden herbei, der es ihnen beibringen könnte, aber sie wussten niemand. Nun war ich gerade draußen unter dem Fenster, und da sagte ich mir, zum Teufel, dann will ich es tun. Darum bin ich gekommen, um es ihnen beizubringen. Haben Sie nun verstanden? Ja, Jimmy. Aber wer ist dieser Doktor? Flehte Miss Polly fieberhaft. Bist du sicher, dass er Pollyanna heilen kann? Ich weiß nicht, wer er ist. Das sagten sie nicht. Dr. Chilton kennt ihn und er hat gerade jemanden geheilt, der genauso krank war wie Pollyanna. Er würde sicher helfen können. Darüber machen sich Dr. Chilton und Mr. Pendleton keine Sorgen. Aber ihretwegen sind sie in Unruhe, weil sie Dr. Chilton das Kind nicht sehen lassen wollen. Nun sagen Sie mir bitte, wollen Sie ihn kommen lassen, jetzt nachdem Sie alles wissen? Miss Polly drehte ihren Kopf hin und her. Ihr Atem ging etwas unregelmäßig. Jimmy beobachtete sie ängstlich und glaubte, sie würde anfangen zu weinen. Aber sie weinte nicht. Nach einer Minute sagte sie mit gebrochener Stimme, »Ja, ich will erlauben, dass Dr. Chilton sie sieht. Nun lauf nach Haus, Jimmy. Ich muss mit Dr. Warren sprechen, der oben ist. Da kommt er gerade.« Dr. Warren war überrascht, Miss Polly so aufgeregt anzutreffen. Noch überraschter war er, als sie atemlos sagte, »Dr. Warren, Sie haben mich einmal gebeten. Ich möchte erlauben, dass Dr. Chilton zur Konsultation gerufen wird. Und ich wollte es nicht. Ich habe nun darüber nachgedacht und wünsche dringend, dass Sie Dr. Chilton darum bitten. Wollen Sie es nicht gleich tun? Ich danke Ihnen.«